Lerne zu klagen, ohne zu leiden. Ich nehme an, Sie kennen diesen Spruch. Er ist die ironische Umkehrung des Zitates „Lerne zu leiden, ohne zu klagen", das Kaiser Friedrich III. Zugeschrieben wird. Ja, klagen ist verpönt. Zähne zusammenbeißen, durchhalten, aushalten. Das gilt als stark. Aber ist das wirklich gesund? Liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Rallentando-Ausgabe vom 20. Oktober, dem gemeinsamen Online-Angebot der reformierten Kirchgemeinden Erlenbach und Herleberg. Liebe Zuschauende, beim Propheten Jesaja findet sich ein Text, der für ein Prophetenbuch eigentlich etwas eigentümlich ist. Sie werden ihn gegen Ende dieser Rallentando-Ausgabe in voller Länge hören. Es handelt sich dabei weder um einen Bericht aus dem Leben des Propheten noch um eine Aufzeichnung einer seiner Prophezeiungen, sondern es ist eigentlich ein Psalm, ein Klagepsalm. Er wird dem König Hiskia in den Mund gelegt. König Hiskia war krank, schwer krank. Er leidet und er klagt. Ja, er klagt sogar Gott an. Das befremdet, denn meistens ist es ja verpönt zu klagen. Bei einem alten Ehepaar kann man manchmal erleben, dass sie anfangen will, von ihren Krankheiten zu berichten. Da fährt ihr der Ehemann über den Mund: „Jetzt überleg doch mal, wie alt du bist." Tja, dann darf wohl nicht geklagt werden. Auf die Frage, wie jemand bis jetzt durch die Corona-Zeit gekommen sei, bekam ich manchmal zur Antwort: „Ich darf nicht klagen, anderen geht es ja noch viel schlimmer." Klar, anderen geht es oft noch schlechter. Aber wer nie klagt, findet auch nie Gehör. Wer nie klagt, bekommt keine Hilfe. Das möchte ich bei Hiskia lernen, richtig zu klagen. Er klagt Gott an. Nun, das ist jedenfalls besser, als den Partner anzuklagen oder in ein um sich selbst kreisendes Jammern zu verfallen. Gott hört meine Klage. Gott hält das aus. Gott hat nicht irgendwann zu viel und kommt mich nicht mehr im Spital besuchen. Aber auch die Mitmenschen müssen wissen, wie es uns geht. Sie wollen es wissen. Wer nicht darüber spricht, wie schlecht es ihm oder ihr geht, der droht einsam zu werden, was die Sache in der Regel noch schlechter macht. Selbst wenn wir uns dann gemeinsam eingestehen müssen, dass wir nicht ohne weiteres Trost finden, dass wir gemeinsam nicht wissen, wie es weitergehen soll, dass wir gemeinsam den Tod fürchten. Wenn ich von Hiskia lernen will, wie man richtig klagt, dann möchte ich auch wissen, wie ich durch die Verzweiflung hindurchkomme, zum Singen und Spielen. Denn ganz plötzlich schlägt in Hiskias Psalm die Stimmung um und er schildert die Rettung aus seiner Krankheit. War vorher alles Verzweiflung, er klingt jetzt singend das Lob. Auch in anderen Psalmen gibt es diesen Umschwung, als hätte man einen Schalter umgelegt. Das Dunkel geht vorbei und Licht und Klang werden hell und fröhlich.
Im echten Leben ist das meistens nicht so. Eine Krankheit kann Wochen, Monate dauern, Jahre sogar. Die Gesundheit sich ganz langsam wieder ins Leben zurückschleichen. Es gibt vielleicht Rückschläge. Unser Leben ist oft vom Auf und Ab geprägt. Was bei Hiskia auffällt, in seiner Beziehung zu Gott gibt es kein Nacheinander. Erst die Krankheit, in der Gott fern ist, und dann die gute Zeit der Gottesliebe. Gott berührt ihn auch und gerade in der Krankheit. Ich spüre den Wert der Gesundheit. Ich spüre aber auch, mein Leben ist begrenzt und vergänglich. Ich bin auf Hilfe angewiesen, wo ich doch so gern selbstbestimmt lebe. Ob Gott uns Krankheiten schickt, wie Hiskia das glaubt, ich bin mir da nicht so sicher. Aber dass er uns Fragen stellt und Hinweise gibt in der Krankheit, das denke ich schon. Was macht mein Leben aus? Wer ist mir wichtig? Worauf kommt es an? Vielleicht doch nicht auf meine Kraft und meine Gesundheit, meine Leistung, sondern ob in meinem Leben Liebe durchscheint. Güte und Menschlichkeit. So kann selbst die Krankheit zum Ort werden, an dem ich etwas neu vom Leben begreife und anders weitergehe. Gott geht diesen Weg mit. Zu Gottes Weg mit uns gehören auch Krankheit und Verzweiflung. Aber er führt uns auch zu neuen Aufbrüchen. In kleinen Zeichen kann ich seine Nähe spüren. Im Beistand, den ich erlebe, in freundlichen Menschen, die sich mir zuwenden. Erst durch die Krankheitserfahrung kann Hiskia das sehen. Er erfährt, was das bedeutet. Gott gibt mir Halt. Gott hört mein Schreien. Ein Lied, das König Hiskia von Juda verfasst hat, als er nach seiner Krankheit wieder genesen war. Ich sagte: In der Mitte meiner Tage muss ich hinab zu den Pforten der Unterwelt, man raubt mir den Rest meiner Jahre. Ich sagte: Ich darf den Herrn nicht mehr schauen im Land der Lebenden, keinen Menschen mehr sehen bei den Bewohnern der Erde. Meine Hütte bricht man über mir ab, man schafft sie weg wie das Zelt eines Hirten. Wie ein Weber hast du mein Leben zu Ende gewoben, du schneidest mich ab wie ein fertig gewobenes Tuch. Vom Anbruch des Tages bis in die Nacht gibst du mich völlig preis. Bis zum Morgen schreie ich um Hilfe. Wie ein Löwe zermalmt er all meine Knochen, vom Anbruch des Tages bis in die Nacht gibst du mich völlig preis. Ich zwitschere wie eine Schwalbe, ich gurre wie eine Taube. Meine Augen blicken ermattet nach oben. Ich bin in Not, Herr. Steh mir bei. Was kann ich ihm sagen? Was soll ich reden, da er es selber getan hat? Es flieht mich der Schlaf, denn meine Seele ist verbittert. Herr, ich vertraue auf dich. Du hast mich geprüft. Mach mich gesund und lass mich wieder genesen. Du hast mich aus meiner bitteren Not gerettet. Du hast mich vor dem tödlichen Abgrund bewahrt, denn all meine Sünden warfst du hinter deinen Rücken. Ja, in der Unterwelt dankt man dir nicht. Die Toten loben dich nicht.
Wer ins Grab gesunken ist, kann nichts mehr von deiner Güte erhoffen. Nur die Lebenden danken dir, wie ich am heutigen Tag. Von deiner Treue erzählt der Vater den Kindern. Der Herr war bereit, mir zu helfen. Wir wollen singen und spielen im Haus des Herrn, solange wir leben. Amen. Herr, du hast mich angerührt. Lange lag ich krank danieder. Aber nun die Seele spürt, alle Kräfte kehren wieder. Neue Tage leuchten mir. Gott, du liebst, ich danke dir.